Wir sind wieder dabei, Grid-Karriere. Herzlich willkommen zurück. Wir machen heute weiter mit Fototime Legend. Das wird heute etwas kürzer, die Folge werden, als das, was wir so die letzten Folgen gesehen haben. Ja, und wir gehen dann so langsam irgendwann ins Finale dieser Invitational Favorites. So heißt das ganze Ding hier. Und jetzt machen wir auf jeden Fall mal weiter. Los geht's. Ein Rennen. Also, wie gesagt, das ist eine relativ kurze Folge. Es kann sein, dass die Folge nur 5 Minuten geht. Das ist halt jetzt einfach so. Okay, es ist ein Indianapolis-Rennen, Road Course Reverse, 3,94 Kilometer und es sind 8 Runden. Also wird es so definitiv ein bisschen was länger gehen. Okay. Die Grid World Series ist heute in einer Stadt, in der Motorsport nichts Neues ist. Was kannst du uns über Indianapolis erzählen, Kristen? Ich schätze, manche Fahrer sind in einer besseren Form als andere. Doch bei der Grid World Series ist schließlich alles möglich. Warten wir es ab. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. So. Gut, let's go. Der Start war Platz 14 aus. Und nicht nur oval, sondern wirklich der World Coast. Und der Teamkollege steht schon hinter uns wieder. Verstanden. Jede Anweisung zum Angreifen. Okay, Angreifen bestätigt. Oh ja, das passt aber. Und zwar mit ein bisschen Glück kriegen wir es hin, sogar auf Platz 2 vorzufahren. Und können uns dann durch den, gegen den Führenden durchsetzen. Und führen hier mit unserem Acura Dippy. Der Teamkollege ist schon auf 10 vorgefahren und der weiß auch, was er tut gerade. Vielleicht haben wir eine Chance, dass er auch so einen Sprung da vorne macht. Wir sind von 14 auf 1 vorgefahren. Also die Folge wird minimum 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten gehen, ja. Aber das ist nicht gut, das ist nicht tragisch. Morgen sind es wieder 3 Rennen. So, 7. ist er jetzt schon. Also der hat auch einen ordentlichen Schub nach vorne gemacht. Von 16 mittlerweile um 7. Und wir gehen jetzt in Runde 2 weiter. Guter Start. Bleib an der Spitze. Hat dich vor, Kollege. Hat dich vor. Herr Renningenieur. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Bleib mal bitte dran, Kollege. Das machst du momentan erst. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Das machst du sehr, sehr gut. Ich hab das jetzt immer da vorne nicht gemacht. Noch 6 Runden. Ja. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ah, fängt momentan auf 7 fest. Ich denke, fürs Finale werden wir da nochmal neue Zuvorlegen suchen. Wenn wir kriegen können. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Ja. Okay, es wird angegriffen. Okay, jetzt hat er es wohl durchgekriegt. Ich habe so ein paar Autos kassiert. 3 würde ich ihn gerne mitsehen. Also Minimum dritter oder zweiter. Verpassen. Zeug raus. Das hat Zeug gekostet. Konzentriert.
Konzentrieren, konzentrieren, konzentrieren. Jetzt sind es noch 5 Runden. Also nach hinten durchgerechnet, dann sind wir momentan nur auf 8, wie gut. Ja, also noch 5 Runden, wir haben noch halbe. Die Runde noch, dann haben wir Halbzeit. Ah, so viel witzig werden. Da stellen wir so 10, 12 Minuten, wenn wir mal Glück haben. Wenn wir die Folge hier gehen. Aber ist halt so, nee? Niemals, wie es kommt. Ich versuche es weiterzugeben. Push, push, push. Okay, angreifen bestätigt. Scheiße, du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Haben wir zumindest mal die Möglichkeit, den ein bisschen nach vorne zu bringen. Was wird der zweite Sektor jetzt sagen? Langsam, langsamer. Hm. Aber ich habe doch noch irgendwie eine Möglichkeit, unsere Position zu verbessern. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Reicht nicht, nein. Noch 3 Runden zu fahren. Hier vorne nicht helfen, weil die Abstand doch sehr, sehr groß ist bei mir. Ich gehe jetzt eher mehr auf die schnellste Runde gerade. So ein bisschen. Gerade der zweite Sektor noch ein bisschen Zeit verbessert, weil ich kriege einfach eine 10er Zeit sogar hin. Dann haben wir noch 2 Rückchen. F0, gerade so nicht geschafft, schade. Noch 2 Runden zu fahren. So, da hinten ist erst das Feld, also wir haben übelsten Vorsprung, wir sind alle schön beieinander. Angreifen. Ich gebe es weiter. Okay, angreifen bestätigt. Das war's mit der Stellrunde. Das gilt jetzt schon. Und damit ist der komplette Vorsprung gerade weg. Man muss einfach komplett weggedreht haben. Die Runde ist definitiv kaputt. Scheiße.
sollte doch mal eine neue Weltzeit werden. Und wir waren auf Kreuz und dann sind wir ein bisschen zu sehr rausgekommen und Hinterrad ins Gras und damit. Ja, 10 Sekunden haben wir verloren. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Der hat schon wieder groß, schön groß geworden. Ja, jetzt kriegen wir keine neue Runde mehr. Jetzt kriegen wir keine schönste Runde mehr. Der Abstand ist zu klein. Das ist jetzt sehr klein geworden jetzt gerade. Na klar, weil wir halt nur 2 verloren haben. Alles, was da so ein bisschen raus ist, weg. Und dann haben wir sogar mehr verloren. Wir haben 10, 15 Sekunden verloren jetzt an der Stelle. Jetzt schon noch 4 vor. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ich glaube, dass er jetzt noch mal eine Möglichkeit hat, vielleicht noch es wird angegriffen. Ein Auto zu kassieren. Jetzt ist er Dritter. Vielleicht schafft er sogar noch den Zweitplatzierten, dann hätten wir sogar von ganz hinten noch einen Doppelsieg rausgeholt. Da ist ein Zweiter! Naja, passt. Wir können mit 2 Autos vorne dabei sein. So, wir sind Erster geworden, aber wie gesagt, wir haben die Möglichkeiten in 10er Zeit weggeschmissen. Reicht das für einen Doppelsieg für uns, fürs Team? Es reicht. Von 14 und 16 gestartet, am Ende auf 1 und 2. Am Ende waren es dann 7 Sekunden. Es werden über 20 Sekunden geworden. Am Ende, final. Naja, schade, aber nicht änderbar. So, Level 28 sind wir. Und es ist auch nur heute das einzige Rennen. Und wir haben es tatsächlich gepackt, liebe Leute. Das, was ich wollte. Von ganz, ganz hinten mal durchziehen mit 2 Autos vorne rein. Das war, wo wir unsere Runde auch so ein bisschen weggeschmissen haben. Wo ich mir dachte, das wäre vielleicht an 10er Zeit geworden. Vielleicht sogar an 9er Zeit. Naja, kann man leider nichts dran ändern. Wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen wieder mit der Group 7 Legend. Porsche 917-30. 3 Rennen, Silverstone. Es könnte Okutama sein und dann Sydney. Naja, wie dem auch sei, machen wir das dann in der nächsten Folge. Ne? Bis dann.